Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Metroid Prime 2 Echoes, Part Nummer 40. Ja, im letzten Part haben wir alle, haben wir alle Schlüssel gefunden und haben hier das Tor geöffnet, damit wir da oben reinkommen können. Und habe ich hier natürlich so einen kleinen Cliffhanger gelassen, dass ich noch nicht reingegangen bin. Aber ich gehe stark davon aus, dass es hier jetzt wohl, ja, direkt zum Boss gehen wird. Und deswegen nicht lange reden, sondern einfach mal reingehen. Kann sein, dass es eine kurze Folge wird. Kann sein, dass es eine lange Folge wird, je nachdem, wie ich mich anstellen werde. Weil ich habe diesen Boss auch nicht leicht in Erinnerung. Ehrlich gesagt, weiß ich überhaupt nicht mehr so wirklich, was er alles drauf hat. Ich habe nur so grob in Erinnerung, dass ich ihn damals auf jeden Fall nicht beim ersten Versuch geschafft habe. Aber da bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob ich da genug Sachen gefunden habe, was das angeht. Also so im Sinne von Power-Ups und sowas in dem Sinne. Ich finde auf jeden Fall sehr schön, dass es hier wie so eine eigene Festung ist in dem Sinne. Und da scheint es wohl schon direkt loszugehen mit dem Boss. Okay. Ja, bisschen Hentai-Tentakel, gell? So ein bisschen. Das ist sozusagen die letzte Energie, die wir zurückbringen müssen. Damit wir, ja, damit wir sozusagen den Aether wieder richtig normal machen in dem Sinne. Das war das Teleport, dass wir zurück können. Ja, theoretisch. Ja. Ist wohl noch so ein kleines Stückchen, denke ich mal. Und. Warte mal, hier gibt es doch Plattform, oder? Ja, doch, der ist, eine Plattform. Ich wollte nämlich gerade sagen, wie komme ich jetzt hoch? So. Ach, da haben wir einen Speicherstecker. Gut, dann hätte ich ja im letzten Part noch reingehen können, aber gut. Ist ja nicht so wild, weil eh nur. Also, ich bin jetzt eben nochmal schnell vom Schiff wieder hergelaufen. Das war ja nicht weit weg. Aber gut, dann können wir ja auch hier drin wieder starten, sollten wir failen, gell? Aber jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt. Gibt es hier eigentlich noch irgendwas? Ja, gut, man kann sich noch ein bisschen aufladen, wenn man den möchte. Denke ich mal. Aber ich glaube nicht, dass jetzt hier noch großartig irgendwelche Power-Ups oder sowas versteckt sind, in dem Sinne. Das scheint jetzt wohl nur so eine. So ein leichter. Vorratslager zu sein, so ein bisschen, falls man nicht ganz voll ist. Okay. Und ein bisschen sieht es. Ja, das sieht schon aus, als wäre es auf dem Kopf. Gell, das steht auf dem Kopf, das Ganze hier. Okay. Na, das ist zu tief gerutscht. Bisschen höher springen. Sag mal. Bin ich jetzt zu blöd, um den Wandsprung zu schaffen? Die ganze, wisst ihr, im ganzen Let's Play. Im ganzen Let's Play habe ich kein Problem mit diesem Wandsprung. Jetzt bin ich hier am Finale mit der neuen Aufnahmesession und der, dann fail ich beim Drücken oder was. Kann wohl wahr sein. So. Wie soll das gerade beim Boss aussehen hier? Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass hier noch irgendwas großartig versteckt sein wird, weil das scheint wie bei Metroid Prime 1 das so das Finale zu sein. Sieht aber irgendwie von der Map her aus, als ob das Ganze hier ohne Gegner passieren wird, ja. Genau, das wird hier vermutlich dann der Bossraum sein. Kann ich das nochmal scannen? Yep. Objektname ist abgeschlossen. Es handelt sich um den Kern des letzten Energieregulators der Dunkelheit. Das verbleibende Kontingent planetarer Energie befindet sich innerhalb des Kerns. Sobald es zur Rückleitung zum Aether in das Energietransfermodul übertragen wurde, wird diese Welt mit höchster Maße instabil. Ja, das erinnert mich auf jeden Fall an eine Sache auf jeden Fall, weil, wie gesagt, ich weiß, ich kenne ja den Boss vom so von der Art und Weise, wie er aussieht und ich weiß auch, was dann sonst noch so kommt, aber wie er halt wirklich, wie man gegen ihn kämpft, weiß ich halt nicht mehr. Das ist halt so der andere Gedanke. Ich kann nur so viel sagen, dass ich vom Design von dem Boss so ein bisschen enttäuscht war. Weil, aber das habe ich schon ein paar Mal gesagt bei den Inks. Dafür ist die Musik geil. Oh ja, das ist richtig gute Musik. Weil der Boss hat, glaube ich, auch wieder mehrere Phasen, aber. Oh, der hat sogar mehrere Sachen zum Scannen. So, erstmal gucken hier.
Aber ja, da würde halt später halt so aussehen wie einer, wie ein Ing, halt nur in groß halt. Das werdet ihr gleich mal sehen, was ich meine. Wie seine Brüdergemeinde zählt auch der Ing-Imperator zu den Metamorphen. Er kann sich um den wichtigen Energieregulator geformt, und verteidigt ihn nun mit seinem Leben, indem er seinen eigenen Körper als Schild und Waffe einsetzt. Durch die Vernichtung der Tentakel, welche die Kreatur ausformt, kann diese in ihrer Verteidigung und Konstitution geschwächt werden. Haben wir vor, aber wir müssen noch den Körper scannen, gell? Und der spielt schon ein bisschen hier, keine Ahnung, Himalaya in dem Sinne, gell? Der Bioscan zeigt an, dass dieses der älteste und stärkste Ing der Horde ist. Ihr zentraler Machthaber, ich habe den Satz gleich nicht ganz verstanden. Er hat enorme Mengen Fässer und Energie in seinen Körper aufgenommen, was zu Mutationen geführt hat. Offensichtlich reicht dieser Kreatur diese Energiemenge nicht, da sie nun den letzten Regulator Energie entzieht. Also tut halt sozusagen Fässern und nochmal diese Energie vom Energieregulator. Also heißt Tentakel abschießen. Okay. Achtung. Muss natürlich auch erstmal wieder gucken, was er drauf hat, deswegen werde ich vermutlich auch failen, weil ich erstmal wieder gucken muss, was es abgeht. Und ich sollte am besten nicht sparsam mit meinen Attacken sein, sondern auch wirklich. Eieiei. Auch mal drauf schießen in dem Sinne. Okay, da brauchen wir zurück nur einen Schuss, was es angeht. Oh. Hätte vielleicht mal springen sollen. Wie gesagt, das erste Kampf wird sowieso immer erstmal wieder kennenlernen sein, sag ich mal. Sag mal, ich treffe das nächste Ding nicht. So. Alles klar, ist es neu? Ja, ist sogar neu. Eieiei. Ich springe noch immer zur sicherheitshalber weg, weil er irgendwelche Angriffe drauf hat. Der Ing-Imperator hat seinen Kern freigelegt, mit dem er starken Energiestrahl abgibt. Er wird durch eine starke Schildbarriere geschützt, die allerdings nicht umfassend ist. Also genau hier, also diese Zwischenlücken hier, da muss man glaube ich reinschießen. Es ist möglich, den Kern als Ziel zu erfassen, allerdings dringen nur direkte Schüsse durch den Schild hindurch. Genau. Ups, Achtung. Na. Wieso schieße ich nicht? Jetzt schießt er wieder. Keine Ahnung, ich habe die ganze Zeit gedrückt, aber. Na, das waren vielleicht jetzt nur ganz kleine Schüsse. Ich glaube, ich habe sogar besser, wenn ich jetzt gerade seine Tentakel sehe. Verdammt, nicht ins Fässern rein. Dass ich vermutlich ihn vielleicht sogar so anvisieren könnte. Ja, würde ich gerne ausprobieren, aber ich komme nicht dazu. Ja, geht sogar. Und ich sollte öfters mal ausweichen hier. Ich komme aber auch nicht weg, wenn ich anvisiere, gell? Ist auch immer so die Sache. Na. Ja, also entweder anvisieren oder halt, man kann halt nicht alle Knöpfe gleichzeitig drücken, das ist halt so der Gedanke. Aber ich glaube, im Endeffekt macht es mehr Sinn, wenn man einfach nur normal drauf feuert, als wenn man halt hier jetzt mit Raketen schießt. Mach ich jetzt natürlich auch, weil manche Dinge sind echt nur Spielerei, gell, in dem Sinne. Aber ich krieg eh schon zu viel Schaden. Ja. Ich denke mal, bei dem Wirbel hier sollte ich vermutlich. Na gut, wie gesagt, ich werde eh failen, ich werde failen. Ich werde erstmal gucken müssen, was er alles drauf hat. Und ich sehe gerade, jetzt trifft er mich nur noch. Was soll denn das? Aus, ab! Ich bin dann am Überlegen, wie ich halt der Attacke ausweichen soll, vom Gedanken her. Ich meine, die unten ist klar, da springt man drüber, aber dieses Gezappel. Ja, keine Ahnung wie. Vielleicht doch eher, dass ich mit dem Ball hier durchgehe, aber so schnell kann ich mich. Oh, nee, da werde ich trotzdem getroffen. Und ich kann auch nur seine Tentakel angreifen, nicht seinen Kopf. Weil es kann immer sein, dass ich irgendwas übersehe, ihr wisst ja, gell? Oder dass ich vielleicht näher dran muss an ihm, dass er vielleicht sozusagen mich dann nicht trifft. Ich probiere es einfach mal aus. Ne, da trifft er mich trotzdem. Okay.
Jetzt bin ich schon wieder im... Also ich weiß gerade nicht, wie ich der Attacke ausweichen soll. Das ist halt auch das, was ich gerade herausbilden möchte. Und ich glaube, wenn er die Attacke macht, dann sollte ich, glaube ich, so wegspringen, gell? So. Wie gesagt, diese Zappel-Attacke, die weiß ich nicht, wie ich ausweichen soll. Weil ich einfach treffen lasse, soll ja natürlich auch nicht Sinn der Sache sein. Und so treffe ich ihn, glaube ich, gar nicht. Ja, das wird ein paar Versuche geben, weil, wie gesagt, das ist nur eine Phase. Oder muss doch ein bisschen weiter wegstehen dafür. Okay, alles klar. Also so weit, zumindest so weit weg, dass man nicht in den Fässern drin steht. Okay. Na, sonst ist... Ja gut. Wie gesagt, ich probiere gerade nur aus. Das ist jetzt nur... Das ist kein hier... Ich möchte mich nur noch anstrengen, dass ich es noch schaffe. Sondern zumindest mal gucken, was Sache ist. Ach, deswegen konnte ich nicht schießen, weil wenn er mich so trifft, dann... Dann steckt Samus die Waffe weg, kurz. Also, weil sie halt sich vom Treffer holen muss. Okay, verstehe. Oder wir schießen doch so drauf. Habt ihr das gerade gesehen? Die lassen sogar hier die Energiekapseln dann fallen. Dann ist der Anfangspart doch nicht so schlimm. Ja, wie gesagt. Aber das ist... Ich gehe zwar echt davon aus, dass ich jetzt noch gleich drauf gehen werde. Dass man zumindest mal die erste Phase auswendig wissen, so vom Gedanken her. Na Mist. Ich glaube, es soll nicht aufladen, sondern einfach nur drauf schießen lassen mal. Ja, also pro Treffer kriege ich halt wirklich wieder Schussenergie dazu. Vermutlich, weil man sowieso die ganze Zeit nicht angreifen soll, ja, denke ich mal. Achtung auf den Laser. Muss man halt immer schön gucken, dass man nach links und rechts springt dabei. Oder vielleicht sogar nach oben springt. Könnte man das auch machen. Jetzt geht's auf einmal, nachdem man nicht mal so oft getroffen wird, gell? Nur das hier. Bei der Tage muss halt aufpassen. Wenn er noch zu viele Tentakeln hat, dann kommt er noch zum Aufladen. Fällt jetzt was Neues ein? Diesmal mit Licht oder was? Ah, okay. Teleport. Jetzt setzt auf einmal neue Attacken ein, gell? Also so Teleporter, Lichtschuss, wo er sozusagen durch die Dimension greift, sag ich mal. Man ist sowieso gedacht, dass man den Boss halt mit allen Elementen schafft, nicht nur mit Licht. Aber das geht auf jeden Fall beim nächsten Run besser. So, das wäre die erste Phase. Wenn auch super schlecht. Und jetzt ist der eine Kugel. Oh, der ganze Boden ist giftig. Okay, aber das Gift ist halt schon fast schon wie als würde man in der normalen Dunkelheit da rumgeistern, gell? Der schwer im Mitleiden geschafft gezogene Ing-Herrscher hat sich innerhalb einer heilsamen Schale in eine Regenerationsphase begeben. Die Taktik-Scans weisen auf dieser Schale 11 Schwachpunkte aus. Es ist möglich, auf der magnetischen Oberfläche dieser Struktur mit dem Spider-Ball zu manövrieren. Okay. Die Schwachstelle der Kreaturen sind mit Explosionswaffen zu beschädigen, um die Schale zu durchdringen und den darin befindlichen Gegner freizusetzen. Okay. Deswegen soll man hier... Na. Man soll natürlich nicht auf die richtigen Knöpfe drücken. Und gleichzeitig gucken, dass man nicht von was anderem getroffen wird. Kriegt er überhaupt Schaden? Ich meine, das sind ja die Punkte, die ich angreifen soll, oder nicht?
Oh, hier gibt es schöne goldene Heilung. Oder muss ich die, ah ja, hier könnte man sich wirklich, hier könnte man sogar fast hochheilen. Ja, doch, doch, ich glaube, man kann ihn beschädigen. Ich glaube, hier könnte man wirklich Leben farmen, so ein bisschen. Wenn man sich nicht ständig treffen lässt. Ja. Es sei denn, das Gift wird immer höher. Ja, nee, doch, doch, das Gift kommt auch immer höher. Also doch nicht ständig heilen. Bis man halt nichts mehr sieht, okay. Und ich denke mal, wenn man das, wenn man zu langsam ist, dann kann es sogar sein, dass er sich dann, dass man sogar nichts mehr sieht. Ja, okay, okay, verstehe schon. Also muss man mehr als eine, oder muss halt doch die Tentakel treffen, gell? Wie gesagt, ich bin noch immer ausprobieren hier. Ja, doch, doch, man muss die Tentakel kaputt machen, die rauskommen. Alles klar. Na. Man kann echt nicht auf alles achten. Entweder kommen die, Na komm, gib mir die Kugel. Entweder man achtet halt auf die Tentakeln oder man achtet auf die Schatten, die da so kommen. Na. Aber solange sie einem Heilung geben, bin ich eigentlich schon zufrieden. Weil jetzt haben wir auf einmal wieder mehr Leben als vorher. Kommen wir auch immer so zufällig, die, ja, die kommen auch aus den Löchern raus, gell? Na. Also die Phase geht eigentlich. Die ist zwar jetzt ein bisschen unübersichtlich, weil natürlich sich der ganze Raum mit Gift füllt. Aber das ist ja eigentlich gewollt. Das soll ja auch irgendwo auch für Samus Aran ein bisschen schwierig sein in dem Sinne. Wenn ich vermutlich den Kampf dann trotzdem nochmal neu machen muss. Ist wieder einer draufgegangen. Na, kommt hier noch was raus? Alles klar. Muss ich übrigens auch der Gegner fühlen, der jetzt die ganze Zeit von einem hier so ein bisschen bearbeitet wird. Hier ist noch eins. Na, kommst du raus? Okay. Also wenn ich dann beim zweiten Versuch mich ein bisschen besser anstelle, dann werde ich auf jeden Fall das hier auch besser machen. Ich merke übrigens, glaube ich, gerade, ich muss mich so ein bisschen beeilen, bevor ich mich wieder regeneriere. Kann das vielleicht auch sein. Weil ich habe ja jetzt eigentlich schon einige kaputt gemacht. Aber so hieß es, glaube ich, auch, dass der Gegner halt sich so ein bisschen erholt durch das Ganze hier. Das heißt, ich habe mich verzählt, weil es waren ja eh irgendwie 12, hieß es ja insgesamt. Ne, okay, doch, ich habe mich eher verzählt. Ich war vermutlich dann falsch, gell? Ich glaube, da unten ist noch eins, genau. Auch wenn man nichts sieht, genau da unten muss ich jetzt weiterkämpfen. Aber immerhin ist das Game so fair, dass man hier die ganze Zeit wieder geheilt wird. Was, man wird die ganze Zeit wieder runtergekickt? Na. Bisschen Heilung, immer schön. Okay. Oder der Kampf wird nur ewig lang für mich sein. Wenn ich halt mich noch ein bisschen anstrenge, sage ich mal. Und das ist seine eigentliche Form. Ja, wie ich halt gesagt habe, ein großer Ing. Aber auch bei ihm muss ich jetzt dann erst wieder gucken, was Sache ist. Die Musik ist... Die drehen wir mal ab hier. Ja, wie gesagt, großer Ing mit Haaren. Die hohe Strahlenbelastung durch Fesseln hat zu weiteren tiefgreifenden Mutationen des Ing-Imperators geführt. Das aufgeladene Herz dieser Kreatur ist in einem instabilen Zustand. Mit Hilfe von Beamsystemen gegensätzlicher Polarität lässt es sich effektiv attackieren. Eine Überladung des Herzens könnte eine kritische Massenzuwachs bewirken. Ja, also mit gegenpoliger Attacke. Okay. Immer schön ins Maul. Macht den Mund auf.
Eieiei. Das war der erste richtige Treffer, so ein bisschen. Ah, jetzt setzt er seine Schützlinge ein, okay. Na, nicht ins... Weil ich glaube, solange er die hat, da könnte ich auch hingehen und vielleicht auch ein bisschen HP aufladen, sage ich mal. Dass ich halt so ein bisschen drauf feuer. Na gut, ist er wieder weggemacht. Na, mach den Mund auf. Ich weiß auch nie so ganz genau, nach welchem Kriterium man ihn am besten treffen kann. Ich glaube, ich schieße auch teilweise gegen die... gegen seine Beine, deswegen zählt es halt nicht als Treffer, nicht unbedingt. Ja, genau das ist es nämlich. Dass ich am besten dann sozusagen mit den anderen Waffen auf ihn schieße, wenn ich halt die... Ja, wenn er halt seine Polarität ändert, das wollte ich damit sagen. Wie gesagt, auch wenn ich hier, auch wenn der Anfang wirklich mega fail war mit den Tentakeln, hier möchte ich trotzdem jetzt gucken, dass ich mich ein bisschen anstrenge. Weil, kann man ja trotzdem vielleicht noch schaffen. So ist es ja nicht. Da fände ich mal auf die, auch mal sehe, wann ich ihn auch treffe, gell? Ich glaube, im Licht war ich besser dran. Wenn er halt wieder seine komischen Helfer klein rausholt, dann würde ich hier gerne abschießen wollen. Oh, ich glaube, der hat gerade seine... Hat er seine Polarität geändert? Ich gucke gerade aufs Maul, weil es halt nicht mehr brennt, sondern halt zu hell aussieht. Ja, genau. Ich wurde wieder so getroffen, dass ich nicht mehr schießen kann. Okay, genau so ist es nämlich. Na. Hörst du auf? Eieiei. Beeindruckend ist er ja trotzdem, auch wenn er... Ja, und jetzt ist er, glaube ich, wieder dunkel mit seinem... Ja, genau so ist es nämlich. Also, dieses Rote ist das Dunkle und wenn die Kugel halt eher so hell ist, dann muss man so drauf schießen. Alles klar. Oder ist eher der Schutz davon? Keine Ahnung. Na, jetzt hat er mich hier mit seinem Elektroblitz da oben getroffen. Das wollte ich jetzt nicht. Wie gesagt, wenn ich nichts sage, dann bin ich so ein bisschen konzentriert. Weil der Boss, der hält halt schon was aus. Es ist nicht so, dass wir jetzt, wenn wir jetzt den hier jetzt so haben, ich glaube, der hat sogar dann noch eine Phase. Deswegen nicht wundern, wenn der Part deswegen länger wird, weil ich halt faile. Aber ist halt schon zu lange her, dass ich das letzte Mal gemacht habe, sonst hätte ich das sofort gewusst, was er kann. Mach den Mund auf. Jetzt ist er dunkel. Also ist das Rote immer nur sein Schutzschild. Okay. Oh. Nicht einfrieren. Und dann setzt er auch neue Attacken ein dabei. Okay. Na Mist. Ist gerade ein bisschen Absicht, was ich hier mache. Vielleicht kriege ich noch ein bisschen Heilung davon. Und auch ein bisschen Aufladung. Wenn auch nur gefühlt. Also ist sozusagen... Ja gut, dann... Ja, dann machen wir das halt so rum. Für was habe ich das Ganze? Ja, ich werde eh drauf gehen. Also ich werde sozusagen sein Schutzschild immer mit Raketen wegballern. Genau.
Und dann gucken, was für eine Polarität er hat. Es ist ja wieder Licht. Natürlich gucken, wegen seiner Attacke, die er da macht. Dass ich mich davon halt nicht treffen lasse. Ja, nicht kauen. Und dass ich ansonsten nur gucken muss, dass ich halt besser treffe. Am besten, dass ich vielleicht ein bisschen näher dran gehe. Gerade beim... Ja, gerade beim... Dunkelschuss. Na, Mund auf. Dunkel. Ja. Ja, wie gesagt, das wird eh nichts. Ich habe schon im Vorfeld zu viel Leben verschenkt und habe auch bei der Phase jetzt ein bisschen gebraucht, bis ich wirklich gewusst habe, wie ich am besten angreifen soll. Und dadurch, dass ich jetzt nicht mehr wirklich Heilung kriege, sieht es eh noch ein bisschen kriechig aus. Jetzt geht er eh gleich wieder zurück zu seiner... Ja, Munition erschöpft, leider. Gib mir mal ein bisschen alles Mögliche. Gib mir ein bisschen Heilung. Ich habe 3 Leben noch. Super. Du hast übrigens ein Loch im Rücken, Kollege. Ich wüsste halt jetzt nicht unbedingt, wie ich halt jetzt... Wobei, man kriegt ja durch die Dinger trotzdem noch so ein bisschen Leben dazu, ja? Na Mist. Ne, wie gesagt, das muss ich nochmal machen. Auch wenn ich nicht aufgeben möchte gerade. Ah, verdammt. Na, okay, das war's. Uiuiui, 27 Minuten. Nichts erreicht. Ja. Lass mich schon fortsetzen, genau. So, ich versuche es noch einmal. Und sollte ich wieder failen, dann stempel ich das als Fail-Part ab. Aber dadurch, dass wir jetzt zumindest wissen, wie die erste Phase fast Nottreffer schaffen, sage ich mal, in Anführungszeichen, sollte es durchaus passen. Ich muss halt nur darauf achten, dass ich halt, dass ich halt nicht zu verschwenderisch mit meinen Munition umgehe und natürlich, dass ich auch noch ihn alle scanne. Das darf ich nicht vergessen, weil es bleibt nicht gespeichert. So. Hübsche lange Kennenlernphase in dem Sinn. Aber das ist halt immer noch das Schöne daran, auch wenn ich den Boss an sich ein bisschen langweilig finde, weil er halt gerade in der Final Form dann so aussieht wie so ein großer Ing. Ist halt irgendwo. Finde ich halt trotzdem schön, wenn halt Bosse schwer genug sind, dass man, selbst wenn man sie mal besiegt hat, dass sie dann trotzdem noch so schwer sind, dass man auch wieder neu gucken muss, was er alles kann. So, wird jetzt auch ein Ticken schneller gehen, weil ich natürlich nicht mehr nochmal vorlesen muss, was der hier Sache ist. So, Achtung. Dass ich immer schön am Rand sitze, sage ich mal. Und auch hier wirklich mit dem Lichtschuss drauf feuer. Na, okay, das war jetzt dumm, dass ich mich hab treffen lassen. Einen hat er noch. Na. Ah, warte mal, das muss ich auch noch scannen, gell? Ja, ja. Machen wir eben. Ja, falscher Scan. Ich habe versucht, gerade mit der rechten Hand halt auf den Scanner zu gehen. Okay. Ich glaube, ich muss eben so ein bisschen warten, bis er sich wieder zu erholt hat. Wie gesagt, ich möchte jetzt gucken, dass ich mich nicht zu oft treffen lasse. Ich stehe im... Ja. So ein Thema, sich nicht oft treffen lassen, gell? So, einmal. Den einen treffe ich so noch. So, Achtung, vom Laser nicht treffen lassen. Weil das
zieht ja immer so ein bisschen, ja, Zeit ab, wann ich wieder schießen kann. So klappt es. So klappt es gut. Aber wenn man natürlich das sagen muss, dass bei der zweiten Phase, wo ich da mit dem Morphball rumrolle, dass man dadurch deswegen mehr Leben gekriegt hat, weil man halt so viel verloren hat. Da haben wir euch vergessen. Also es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie immer so viel Leben kriegt in dem Sinne. So, und ich denke mal, es macht sogar Sinn, den mit aufgeladenen Schuss hier zu treffen, weil er dadurch auch wieder was fallen lässt. Oh, zweimal. Ja, alles klar. Ich finde vor allem gut, dass hier sich dass die Energie sozusagen zu mir hergeflogen kommt. Ja, komm. Ah, helle Energie. Ihr seht das, wo er dann mit seinen Tentakeln durch die Dimension greift, sage ich mal. Zumindest diese Phase mal hinter uns haben. Dass man auch immer so rum mit Rumsprung springen muss, gell? Oder halt gegengesetzt laufen muss. Na, noch einmal. Okay. So, einmal und zweimal. Und dreimal. Oh, okay, fast dreimal. Na. Ja, das ist halt jetzt so eine Sache, dass man natürlich so nicht richtig treffen kann. Macht Sinn. So, alles klar. So. Jetzt natürlich wieder nicht vergessen zu scannen vorher. Nicht, dass man dann jetzt hier hochgehen, ohne das zu machen. Jetzt wissen wir natürlich, auf was wir achten müssen, um ihnen hier halt jetzt Schaden zuzufügen. So, natürlich werden wir trotzdem hier wieder getroffen, so ist es nicht, weil ich kann nicht gleichzeitig auf die schwarzen Punkte und auf die Tentakeln achten. Aber die geben trotzdem HP. Okay, alles klar. Ist also doch ganz fair. Also könnten wir sozusagen in der dritten Phase mit genug Leben reinkommen. Wenn sie mich nicht ständig hier runterwerfen hier. Na, und raus. Ja, wenn man es mir gesagt, wenn man es halt weiß, dann ist es natürlich ein bisschen einfacher. So, der nächste. Und man braucht wirklich immer dreimal treffen, damit das passiert, okay. Schwarzen Punkte gerade fast übersehen. Na, lass mich mal durch hier. Ich sehe nichts. Ich glaube, man muss hier eigentlich dann immer so ein bisschen oben bleiben, bis halt das Gift wieder ein bisschen runtergeht. Weil man sieht ja eh nichts. Darf man halt nicht vergessen. So, komm her. Da war ich ein bisschen zu langsam. So, da ist noch einer. Also hier sind dann die Treffer nicht so schmerzhaft, weil man halt auch wieder Leben kriegt, das ist also der Gedanke. Achtung. Na, genau auf den Punkt. Okay, aber das haben wir auch. Und dann haben wir jetzt unsere finale Phase. Und das weiß ich ja auch, wie ich dich besiegen kann. Immer schön mit Raketen in die Fresse, bis er sein Schutzschild verliert. Schön den Mund aufmachen, nicht kauen. Das Schöne ist halt auch, dass die Raketen auch besser treffen. Kommt ja auch noch dazu. So. Na. Ja.
Kommt mir so vor, dass er jetzt auf einmal schneller. Der wuselt irgendwie gefühlt mehr rum. Hallo, ja, ruhig bleiben. Mach den Mund auf. Wobei, es braucht gar nicht mehr aufladen, gell? Weil jetzt hat er wieder sein Schutzschild. Also ich sage immer Schutzschild, weil man die, weil die gelben Treffer sind denn nur zum Lähmen gedacht und nicht zum Schaden machen in dem Sinne. Sollte aber natürlich trotzdem ein bisschen aufpassen, damit ich mich nicht zu oft treffen lasse. So, wieder hell. Ich wollte ja näher dran dafür, gell? Genau, das war der Gedanke. Das war ein guter Treffer mit Leben noch dazu bekommen. Ich sehe halt gerade gar nichts. Der wuselt so die ganze Zeit hin und her. Ah, okay, diesen hellen Schuss, den er da macht, den kann ich abschießen, dann kriege ich auch wieder Heilung dafür. Okay. Toll. Also, da, voll verdrückt gerade. Ich bin momentan nicht so wirklich zufrieden. Das hat beim letzten Mal besser ausgesehen mit den Treffern. Also er kam ja nicht so die ganze Zeit so hin und her gewuselt vor. Aber gut. Vielleicht war er die ganze Zeit so, ich hab's nicht gemerkt. Komm, mach den Mund auf. So. Also irgendwie treffe ich mit Licht immer besser, also ich weiß nicht. So, bist du wieder... Okay, alles klar. Schön den Mund aufmachen. Mist. Ich sollte trotzdem mal aufpassen, dass ich mich nicht zu oft treffen lasse. So, wieder helle Energie. Weil ich meine, die blauen Kugeln geben ja schon immer schön 50 Leben dazu, gell? Na. Ja, man muss bei Licht richtig nah dran, damit man auch Schaden macht. Also damit halt auch der Schuss ankommt, sage ich mal. Na toll. Was war das denn jetzt? Na gut, dann wäre es so. Geh weg. Also ich finde persönlich, muss ich schon ein bisschen sagen, ich finde den Boss halt schwieriger als Metroid Prime aus dem ersten Teil. Gerade weil der halt so, ja, so ein bisschen schwieriger ist zu treffen. Klar muss man natürlich auch bei jedem Boss wissen, was man machen soll. Man ist nicht einfrieren. Aber der ist halt auch schwierig, dass man weiß, wo man ihn treffen muss. Und schon wieder nicht in den Mund geschossen. Ich schätze mal, nach der halben HP macht er bestimmt wieder was Neues. So, und ich glaube, ich muss immer viermal mit dem... Ja, mit der Rakete treffen. Ich muss gerade diese Attacke mal so ein bisschen... üben, was es angeht. Also das halt wirklich, er kaut halt irgendwie immer gefühlt, gell? Und dann kann ich schießen. Aber dadurch, dass der Schuss halt so langsam ist, treffe ich halt dann wieder nicht. Ich glaube, ich tue ohne Aufladen ins Abschießen, weil sonst kriege ich gar keinen Treffer rein hier mit. Natürlich. Da. Das ist halt echt auch so wieder so ein Ausdauerkampf in dem Sinne. Na, Mund auf. So, wieder dunkel. Bin ich gerade da oben geflogen. Na.
Ich glaube, ich stelle mich richtig schlecht an gegen den. Das kann, wird vermutlich sein. So, alles klar. Und ich glaube, der Part wird auch schon ewig lang. Also ich glaube, der wird locker eine Stunde, wenn es so, wenn's so weitergeht. So. Toll. Also ich war mit dem tollen Schuss getroffen. Es kommt wohl echt mal drauf an, was er machen will, gell? Jetzt ist er jetzt zum Beispiel etwas langsamer gewesen. War auch eine neue Attacke irgendwie. Toll. Machst du den Mund auf? Na gut, er wird eh jetzt wieder. Genau. Warum drücke ich immer den falschen Knopf hier? Ich will immer Raketen wieder feuern und dann. So, wieder Licht. Aber auch mit den eigenen HP sieht es halt langsam immer schlechter aus. Na komm, noch ein Treffer. Da mein. Wie gesagt, ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber ich glaube, zumindest er hat danach keine Phase mehr. Ja gut, wir sind bei 41 Minuten, aber wie gesagt, es wird dann heute eine ganz lange finale Special-Folge, je nachdem, wie ich mich anstelle. Und dann haben wir die Energie. Aber, wie ihr gerade seht, was fällt euch auf? So wirklich weg ist da noch gar nichts. Weil jetzt wird es nämlich nochmal lustiger. Gleich. Ja, und es hieß ja schon, wenn man das, wenn man diese Energie dieser Welt entzieht, dann wird sie instabil. Was bei Tageszustand kritisch, ja genau. Dann lass mich hier mal raus hier. Ihr habt gerade gesehen, Zeit läuft. Kennt man halt vielleicht auch von Metroid, gell? Also raus hier. Das Dumme ist. Oh, nee doch, unser AP wird aufgefüllt. Das ist ganz fair, sag ich mal. Also erstmal raus hier. Schön wäre es hier aber man kann leider nicht speichern. Wie man da hinten sieht, ist die Speicherstelle aus. Erstmal raus hier, raus teleportieren. Und ihr habt die Zeit gesehen, die Menge. Was sagt die Menge? Es wäre ja jetzt schon, wir wären jetzt schon draußen, wäre eigentlich alles locker picobello, aber ja. Wenn es doch so leicht wäre, da Metroid ist nicht als leichtes Spiel bekannt. Nicht als leichtes Spiel bekannt. Das kommt nämlich gleich jetzt. Jemanden, den wir schon die ganze Zeit kennen und schon länger nicht mehr gesehen haben. Ja, Samus denkst du es auch schon? Oh ja. Dark Samus in ihrer. Ja gut, in ihrer helmlosen Form könnte ich schon fast sagen, gell? Aber natürlich wieder scannen. Scan weist auch darauf hin, dass die dunkle Samus ja, enorme Mengen von Fässern mit ihrem Körper aufgenommen hat. Vermutlich zu viel. Sie kann diese enorme Fässerenergie in Form zerstörerischer Entladung und einer schützenden Abschirmung wieder abgeben. Diese Vorgänge helfen ihr, ihren Zustand stabil zu halten. Die massive Einwirkung von Fässern hat zur Folge, dass die dunkle Samus mittels Dark Visor nicht mehr auszumachen ist. Diese neuen Fähigkeiten in Kombination mit ihrem ohnehin beachtlichen Arsenal lassen die dunkle Samus zu einer beispiellosen Bedrohung werden. Ja, und genau deswegen. Und dadurch, dass wir jetzt noch auf Zeit das Ganze machen müssen, ist natürlich das doppelt gemein. Dass ich halt wirklich aufpassen muss. Dass ich mich jetzt gar nicht von ihr treffen lasse.
Das ist die Entladung gewesen, sozusagen. Ja, man kann sie nicht mehr sehen. Man kann sie nur noch erahnen. Okay, geht wieder in ihren Normalzustand. Das ist halt das Schwierige daran, weil selbst wenn man den Kampf, ich sag mal, kennt, ist die Zeit trotz allem so eine Sache für sich. Also ich mache mir da weniger Sorgen mit, dass hier, dass ich von der HP her drauf gehe, sondern dass ich, ja, dass es mir halt nicht möglich ist, sie schnellstmöglich zu besiegen. Vielleicht sollte ich ja doch mal mit dem Annihilator drauf feuern, gell? Ja, mache ich am besten auch. Also immer schön ausweichen und Annihilator drauf. Zumindest zur, wie ich noch halt noch Munition habe. Weil ihr seht ja, meine Lichtenergie lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Na. Jetzt kann sie ja nicht mehr treffen. Ja, mach du mal. Was auch immer. Wie gesagt, sie entlädt halt die überschüssige Energie gerade. Auch wenn ich sie gerne irgendwann wieder angreifen möchte. Hallo? Ich weiß aber auch nicht immer, wann man sie treffen kann, gell? Achso, am besten immer, wenn sie ihre Attacke gemacht hat, genau. Aber dann verliere ich natürlich wieder Fokus. Jetzt ist wieder ihr Schutzschild an. Und das ist halt das, was auch so viel Zeit raubt bei dem Kampf. Na gut, damit brauchst du nicht drauf schießen. Toll. Sag mal, gibt es da vielleicht noch eine andere Möglichkeit, dass du hier... Nee, die hört damit nicht auf. Weil ich würde schon ein bisschen aggressiver spielen, aber wenn die halt ihr Schutzschild hat, dann kann ich ja auch nichts machen. Dass man vielleicht irgendwie die Schüsse zurücklenken kann, aber ich glaube es auch nicht unbedingt. Und die Zeit geht mir weg. Ich kann auch damit nichts nicht drauf feuern. Ne. Annihilator geht auch nicht durch. Halt halt alles ab. Kann machen, was man will. Wie gesagt, ich habe halt echt keine Ahnung, auf was man da jetzt genau achten soll. Wenn die aber ständig in ihren blöden Schutzschild geht, dann kriege ich die halt einfach nicht angegriffen. Jetzt sei mal, muss hier irgendwas Bestimmtes machen? Wo mir halt jetzt nicht einfällt in dem Sinne. Aber das macht halt auch keinen Sinn, ne.
Okay, man kann aber wirklich alle Fokus auf sie lenken. Vielleicht geht ja das irgendwie gut. Und schon ist er wieder im Schutzschild. Also ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Weißt du, die Idee ist halt, dass man vielleicht irgendwie einen Schuss von ihr zurückschießen muss, dass vielleicht dann dadurch das Schutzschild unterbrochen wird. Weil, ja, ihr seht es ja gerade selbst. Wenn ich immer nur nach jedem Schutzschild einmal mit der Rakete drauf feuern kann und dann wieder aufhört, dann ist das eigentlich schon fast unfair. Aber es gibt garantiert irgendwas, was ich übersehe. Das sonst, ja. Das war auch der Grund, warum ich das damals halt so richtig schwer empfand, weil ich weiß halt auch nicht mehr, was, ja, seht ihr? Ich weiß halt auch nicht mehr, was man genau beachten muss, damit sie halt aus ihrem blöden Schild weggeht. Also irgendwas anderes zum Scannen oder so? Jetzt kann ich sie nochmal scannen, okay. Hätte ich vielleicht mal vorher machen sollen, gell? Ja gut. Die dunkle Samos ist gegenwärtig zu einem Wesen aus reinem, aber instabilen Fesseln geworden. Sie generiert einen Schild, der ja gegenüber jeglichen Angriff unempfindlich ist. Mit einer einzigen Ausnahme. Feuerstöße von Fesselnenergie selbst. Ja, die muss ich natürlich irgendwie erstmal nutzen, oder? Mit Hilfe des Charge Beams lässt sich die von der dunklen Samos. Ach so. Ja, aufnehmen, um diese danach gegen sie abzufeuern. Direkte Treffer sorgen für eine Überladung und Zerstörung. Das war das, was ich übersehen habe, ja. Und zwar sind es diese kleinen Kugeln, die sie danach schießt. Da hätte ich die ganze Zeit hier so aufgeladen. Weil sonst wäre das halt nicht machbar gewesen, weil wenn ich den nicht wieder hier ihr Schutzschild hat. Das wird vermutlich auch von der Zeit jetzt generell nicht mehr reichen. Hallo, ich habe doch gecharged. Warum fliegen dann die Kugeln von mir weg? Naja, ist egal. Ist nicht so wild. Dann muss ich halt den Boss nochmal machen. So ist er nicht. Ich weiß, dass es wieder geht. Mir wird vermutlich eher noch vorher die Leben weggehen, verlieren. Wenn ich mir das gerade so angucke, bevor die Zeit abläuft. Na gut. Ja, aber... Ich verstehe es aber gerade echt nicht, wie ich die überhaupt aufnehmen kann, die Dinger. Ich glaube, wenn ich jetzt nochmal neu starten muss, glaube ich eh nochmal direkt mit dem... Ing-Imperator kämpfen, denke ich mal. Ja, sieht auch so aus. Ja gut, dann wird er halt... Nee, oder doch nicht. Es wurde ab hier gespeichert. Okay, dann kann ich es ja nochmal versuchen. Dann kann ich es ja nochmal versuchen. Also war das doch so fair. Okay. Wusste ich auch nicht mehr. Ich wollte gerade den Part beenden, aber wenn ich jetzt hier nochmal die Chance kriege, dann machen wir es nochmal richtig. Wie gesagt, damit es dann lange Folgen. Und wenn die Folge 2 Stunden lang wird, ist auch wurscht. Ich muss halt nur gucken, wie ich halt das Fesseln halt wirklich aufnehme, weil da stand ja Charge Beam. Und ich habe ja aufgeladen, aber vermutlich muss ich mit einer anderen Attacke aufladen, nicht unbedingt jetzt mit dem Normalschuss. So. Aber dass wir zumindest wissen, dass ich Samus, dass ich Dark Samus Summer scannen muss. Dass dann sozusagen das die zweite Phase ist, wo sie dann diesen Schutzschild macht. Einmal hier scannen. Na, würde ich schon ganz gerne mitnehmen. Auch wenn ich kein 100% mehr schaffe, möchte ich zumindest hier sie in zum Scannen haben. Weil die Zeit ist eigentlich ausreichend. Ich muss halt wirklich gesagt jetzt nur noch gucken, auf was ich achten muss, damit ich halt die na komm. Was war das denn jetzt? Kein Treffer. Ich kann auch mit, bis mit Dunkel drauf schießen, geht auch. Macht, glaube ich, genauso viel Schaden. Weil von Dunkel habe ich noch ein bisschen. Da ich zumindest halt, bis er dann in der nächsten Phase ist. Wobei, Annihilator. Was mache ich hier die ganze Zeit? Das ist das, was ich eigentlich nutzen sollte. Ich finde es ja trotzdem witzig. Also, ich finde es so, dass ich mich jetzt darüber ärgere, weil ich habe es halt, ich habe es nicht gesehen. Ich habe es halt, ich habe es nicht gleich gescannt. Na. Bei der Annihilator macht auch nicht mehr Schaden, sehe ich gerade. Gut, dann konzentrieren wir uns auf den Dunkelschuss.
zumindest ein Ticken besser aus jetzt. So vom... von der Idee her. Ich muss halt jetzt nur noch gucken, wie das halt aussieht, wenn ich... wenn die kleinen Sachen kommen, dass ich hier auch wirklich... Na. Aber immerhin wird dann hier noch mal der, ja, der Dark Suit, der Schuss hier genutzt. Okay. Also ich soll aufladen. Oder meinst du den Schuss? Doch den kleinen Schuss. Ne, der trifft mich direkt. Also den kann ich nicht aufladen. Es müssen schon die kleinen Kugeln sein, die dabei rauskommen. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, ein paar eingesammelt, aber es hat nicht ausgesehen, ob da jetzt irgendwie was passiert ist dabei. So, wieder ein Schutzschild. Ja, aber ich soll trotzdem mal ausweichen, weil sonst... Ja, jetzt hab ich's. Das macht aber Schaden. Das schießt als einziges durch das Schild durch. So ist es gedacht. Okay, alles klar. Ich habe mich gerade eben gedacht, ob vielleicht das Schild dabei kaputt geht, aber nein. So, und ich wollte trotzdem mal gucken, dass ich mich nicht zu oft treffen lasse. Weil es wird hier angedeutet, dadurch, dass halt die Kamera dann nach oben geht. Na? Aber das war mir irgendwo klar, dass ich was übersehe. So, Achtung. Ja. Man muss sie halt wirklich einfangen, damit man das machen kann, genau. Die werden nicht angesogen, das war mein Fehler vom Gedanken her. Na, okay. Ja gut, ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt zweimal in einer Phase macht. Aber gut zu wissen, dass es so ist. So, man muss sozusagen nur so oft anschießen, bis es halt wieder in ihre Kugelphase geht. Aber selbst dann wird es trotzdem von der Zeit her ein bisschen so eine Sache, gell? Auch von der HP her. Ich muss echt aufpassen. Na toll. Na. Ja, einfangen, ohne sich davon aus noch treffen zu lassen, kommt natürlich auch noch dazu. Na. Hm. Vielleicht soll ich auch einfach warten, bis sie mal schießt, gell? So. Dass ich halt dann ausweiche, wenn die Kugel auf mich zukommt. Na, jetzt werde ich vermutlich wegen der HP draufgehen, witzigerweise. Ja, ich sollte, glaube ich, ein bisschen näher dran stehen und einfach dann direkt ausweichen, wenn die Kugel kommt. So, alles klar. Dass ich dann erst gar nicht getroffen werde, ist halt so der Gedanke. Alles klar. Na, toll. Wenn die erste Kugel trifft, dann, ja, dann tut sie halt die Waffe wegmachen. Ja, okay, aber es setzt doch häufig ein. Okay, ja gut, man muss es ja irgendwie auch in der Zeit schaffen, gell? Sonst wäre es ja... So. Noch ein guter Treffer und dann hätte es... Na Mist, ich habe nicht so viele gekriegt. Okay. Na. Ja, jetzt bin ich halt auch so leicht nervös, ob es halt klappt noch, gell? Hey, schieß mal wieder kleine. Ja gut, man sieht es aber auch, wenn sie das macht. Okay. Okay. Endlich. Ja, das wird definitiv eine Stundenpart, weil noch Abspann und alles dazu kommt. Garantiert. Sehr lange Folge. Aber dafür auch eine schöne finale Folge, oder? Was meint ihr? Da sieht ihr mal, was man falsch machen kann, so ein bisschen. Na, Dark Samus.
Will aber auch echt nicht aufgeben. Absolut nicht. Samus, du hast keine Zeit. Hier fliegt gleich der ganze Blade in die Luft. Guckt aber jetzt noch schön zu, wie Dark Samus auf sie zugelaufen kommt. Und das war's mit Dark Samus. Würde man meinen, wenn es keinen dritten Teil gäbe, gell? Und die Ingen wollen auch nicht aufgeben. Weil klar, das ist sozusagen das Einzige, was sie noch machen können. Aber da ist noch ein Portal. Schnell, schnell, schnell. Ja, da sieht man mal die Animation, was sie macht, wenn sie... wenn sie was scannt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn der, Boss an sich nicht so wirklich super toll gefallen hat, also der, weil er halt aussieht wie so ein großer Ing, der fällt mir, Metroid Prime hat mir halt besser gefallen, so vom Gedanken her. Ist es halt trotzdem ein geiler Bosskampf, weil er will halt schwer sein und er ist auch schwer. Ich habe halt nur das mit dem Scannen halt verpeilt, dass man hier... Habe ich eigentlich Samus jetzt nochmal in der Kugelform gescannt? Ich glaube nicht, gell? Ich pfeife. Ich depp. Na gut, wie gesagt, ist nicht so wild. Selbst wenn ich auf 100% noch spielen würde, müsste ich ja den Kampf eh nochmal machen, damit halt das wirklich auf 100% gezählt wird. Also ist nicht so wild. Nicht so wild. Mache ich dann vielleicht irgendwann privat für mich nochmal. Aber das Spiel ist jetzt sozusagen auch wirklich durchgespielt. Ja, und wo kommen auch plötzlich die ganzen, die ganzen Luminos her? Die waren ja in der Kryo-Kapseln, waren die ja, haben die ja geschlafen. Nur der Umus hat ja auf alle aufgepasst. Ja, Samus Aran, Retter der Welten. Ah, okay. Wir haben wohl ein gutes Ende erreicht. Samus Aran in ihrer Zero Suit. Nur halt mit anderem Gesicht im Vergleich zum ersten Teil. Da hat man dann direkt sie mehr comicartig aussehen lassen, nicht so realistisch in dem Sinne, aber passt trotzdem. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also wirklich... Wenn ich jetzt halt nochmal mit dem ersten Teil vergleiche, der erste Teil hat mir klar besser gefallen, aber der zweite Teil ist definitiv kein schlechter Titel. Man ist natürlich ein bisschen auch, also man vergleicht halt immer deswegen, wenn man den ersten Teil gespielt hat, was halt besser, was halt schlechter war. Und der Gedanke war halt hier wirklich, was unter anderem ein bisschen nervig war, dass man halt nur limitierte Munition hat, was halt sonst immer nur auf die Raketen festgelegt war, wenn man halt den Dark und den Light Beam hat. Man hat zum Beispiel jetzt einen Plus gesehen, ich habe eigentlich diesen Annihilator nicht wirklich gebraucht. Also der war vorhanden, aber nicht wirklich notwendig in dem Sinne. Da hat man doch lieber mit Dark und Licht drauf geschossen. Aber so generell in Sachen Grafik steht das Game hier auch over the top. Also nochmal, vielleicht sogar noch so ein kleine Ticken an Steigerung im Vergleich zum letzten Teil, zum ersten Teil. Weil hier hat man sich ja auch noch extra die Mühe gegeben, dass man halt, erstens hat man eine neue Rasse halt gemacht. Vorher war es ja die Chozo, die es halt vorher auch schon gab. Und hier hat man dann auch noch die Optik der Rüstungen verändert. Und zwar so, dass man sich auch wirklich gefreut hat, dass man halt die nächste dann sieht. Dass nicht einfach nur eine andere Farbe ist, sondern dass man wirklich auch die Form anders aussah. Ja. Problem bei dem Spiel ist halt so ein bisschen, dass man noch ein bisschen weniger Übersicht hat, was die Maps angeht. Gerade weil man halt immer von Licht zu Dark hin und her springt und teilweise dann bei Dark da nicht weiterkommt, dann wieder ins Licht gehen muss und so ein bisschen. Ist halt ein bisschen mehr labyrinthmäßig aufgebaut. Aber kann vielleicht auch daran liegen, dass ich halt den Teil nicht so gut kannte wie den ersten.
weil ich ihn halt nur einmal durchgespielt habe und danach gesagt habe, möchte ich nicht nochmal spielen, ich bin froh, dass ich durch war. Aber ja. Dafür ist, glaube ich, der dritte dann wieder ein bisschen besser. Ich habe ihn halt nie wirklich durchgespielt. Ich weiß nur nicht mehr, ich weiß leider nicht mehr, wie weit ich ihn gespielt habe. Ich würde auf jeden Fall, ja, den dritten würde ich vermutlich eher mit Blind im Titel haben. Einfach aus dem Grund, weil ich eigentlich fast nichts mehr weiß. Das Einzige, was ich wirklich über den dritten Teil noch weiß, ist, dass es da irgendwie noch andere NPCs gab und dass halt Sprachausgabe drin vorkam. Weil das sowas merkt man sich halt gerade beim Nintendo-Spiel, wenn Sprachausgabe drin vorkommt. Aber ansonsten weiß ich eigentlich nichts mehr. Ich weiß eigentlich nur noch großartig, dass es halt auch da wieder mit Fässer natürlich weitergeht. Und ja, aber wie halt wirklich wie die Story zu Ende geht, das weiß ich halt leider nicht. Vor allem möchte ich ja auch aus dem Grund den dritten Teil dann nochmal spielen und vor allem durchspielen, weil ich dann auch sehen möchte, wenn der vierte Teil rauskommt, wie da die Story weitergeführt wird. Weil ich ging eigentlich davon aus, dass man nach einer Trilogie sagen kann, da ist halt die Story dahinter abgeschlossen. Aber der vierte Teil ist ja auch ein Prime-Teil, also auch wieder in der Ego-Sicht von Samus Aran. Deswegen werden wir sehen, denke ich mal. Aber das soll ja kein Abbruch sein. Wie gesagt, das ist ein GameCube-Titel und es sieht so gut aus, dass man sozusagen 1:1 auf die Switch porten könnte. Die Leute würden sich nicht beschweren. Auch wenn man natürlich auch heutige Standards festgelegt ist, aber wie gesagt, für GameCube absolut super Grafik. Eigentlich Grafik, wo man fast schon sagen könnte, ist sie überhaupt möglich gewesen, gell? Aber man sieht ja, dass sie möglich war. Und was mir noch ein kleines Highlight ist, das ist, glaube ich, der erste Let's Play-Part von mir, von allen Let's Plays, von allen Videos, die ich bisher gemacht habe, der am längsten war. Gut, ich habe natürlich gefailed, aber ich wollte halt jetzt nicht nur noch wegen Samus Aran sagen, gut, oder wegen Dark Samus am Ende, dass ich halt jetzt den Kampf nochmal hier als 5-Minuten-Part extra hochlade. Deswegen habe ich das halt jetzt als einen langen Part gemacht. Wird sich vermutlich die meisten nicht angucken, aber ist halt trotzdem, ist halt Finale und vielleicht deswegen dann doch, werde ich dann sehen. Ich denke immer zu viel bei sowas. Auf jeden Fall muss ich sagen, hat mir trotzdem gefallen. Wie gesagt, der Final Boss, der war ein bisschen langweilig vom Design her, weil er halt aussieht wie ein großer Ing. Aber dafür, ja, dafür war er anspruchsvoll. Ich habe gefailed und das zeigt, dass ich, ja, dass der Boss dann doch irgendwo nicht zu unterschätzen war. So, ansonsten lasse ich den, letzten Stückchen, wobei es wird, glaube ich, gleich zu Ende sein. Vom Abspann noch ablaufen und dann würde ich auf jeden Fall sagen, ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Oder? Vielleicht passiert noch was? Nee, doch, Abschluss kommt noch, okay, alles klar. Missionsverlauf 88% und Spielzeit 17:17. Und damit habe ich einen, in Anführungszeichen, neuen Rekord von mir gebrochen, weil ich habe, glaube ich, 18 Stunden von meinem anderen Spielstand gebraucht. Ja, möchte ich speichern. Aber ich gehe davon aus, dass ich glaube, ich habe am Ende den einen Scan nicht gemacht von Samus. Von Dark Samus. Aber ist nicht so wild. Okay, dann, aber ja, dann ist es auf jeden Fall jetzt damit vorbei mit dem Let's Play hier. 100% werde ich vielleicht offscreen noch für mich machen. Ob dann vielleicht irgendwas passiert, weiß ich nicht. Wenn doch, wenn nicht, ich überlege, ob ich da noch einen extra Bonus-Part mache oder nicht. Beim ersten Teil wusste ich es ja, bei dem weiß ich halt nicht. Und dann, ja, dann hoffe ich, hat der Part gefallen. Ich hoffe, heute hat das Let's Play gefallen. Ich bin euer Undead und dann sehen wir uns das nächste Mal bei einem neuen Let's Play, was auf jeden Fall Metroid Prime 3 sein wird. Ciao, ciao.